Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben schon öfter Sendungen gemacht darüber, dass Menschen bestrahlt werden und wirklich quasi aus der Ferne gefoltert werden. Und wir haben schon verschiedentlich Targeted Individuals, nennen die sich teilweise, gehabt, die eben Opfer sind von solchen Programmen. Und ich habe heute wieder jemanden bei mir, das ist Marco Ulm. Und du bist auch Betroffener davon. Jeder hat natürlich andere Erfahrungen, aber wir wollen so ein bisschen drüber reden, was steckt dahinter, die Strukturen und die Technik und so weiter. Du hast dich so ein bisschen damit befasst. Ja. Und erstmal schön, dass du da bist. Du hast eine lange Fahrt gehabt und du leidest auch quasi immer, wirst du immer bestrahlt oder wie ist das? Genau. Wie geht's dir gerade? Ich werde ein bisschen verwirrt gemacht, aber ansonsten geht es eigentlich, weil ich mittlerweile ganz gut zurechtkomme. Seit 5 Jahren habe ich ja das Problem und es wird immer besser, dass ich da kaum noch, ich sag mal, Nebenwirkungen habe oder Wirkungen habe. Und das fing an vor 5 Jahren. Ist da irgendwas passiert? Kannst du das irgendwo nachvollziehen, warum? Ganz am Anfang habe ich mich verfolgt gefühlt. Dann hatte ich ab und zu mal ein lahmes Bein gehabt, dass ich dann so gehinkt habe oder so, wie wenn einer auf den Knopf drückt und auf einmal fängt das Bein an zu hinken. Mhm. Und dann fing das irgendwann an, dass ich Stimmen gehört habe. Mhm. Wurden quasi Stimmen eingespielt, erst nur Firlefanz und alles. Und ja. Also schon eine ganze Bandbreite und geht jetzt über Jahre und du hast dich im Laufe der Zeit eben natürlich auch dahinter geklemmt zu gucken, ja, wer macht sowas? Wodurch das entsteht und ja, die Technik. Mittlerweile habe ich herausgefunden, wer da auch dahinter steckt bei mir, persönlich dann die Leute. Und Technik ist quasi Strahlung und Schall, wie das verursacht wird. Und da gibt es verschiedene Sachen. Mit, kann man Leute verwirrt machen, sämtliche Gefühlszustände kann man machen. Mittlerweile kann man auch schon Gedanken einspielen. Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Das fühlt sich an wie echtes Denken. Mhm. Können die meisten auch nicht auseinanderhalten, dass es nicht ihr eigenes Denken ist, aber es wird von außen eingespielt. Aber für dich ist es schon so, du merkst das schon, das sind eigentlich gar nicht meine Gedanken. Oder? Genau. Ja. Ich habe mittlerweile gelernt, meine Gedanken komplett abzuschalten, dass ich gar nichts mehr denke, für kurze Zeit oder so. Und wenn dann irgendwas reinkommt, dann weiß ich, dass es nicht von mir ist oder manchmal auch Beleidigungen in Gedanken reinkommen, die eigentlich gar nicht von mir sind. Ja, was sind denn das für Gedanken? Gibt es denn da irgendein Konzept, dass du sagst, die wollen mich zu irgendwas bringen oder ist einfach Balla-Balla oder Gaga oder das hat das irgendeinen Sinn, dass man dich beeinflussen will, irgendwas Bestimmtes zu machen? Das mit den Gedanken kommt immer drauf an. Manchmal um irgendwas zu bewirken, dass ich irgendwas machen soll. Meistens aber, dass ich schlecht dastehe im Umfeld, weil die Leute aus dem BND, die im Umkreis von 150 Metern hören meine Gedanken, die bekommen die auch eingespielt durch ihre Ultraschall-RFID-Chips im Ohrläppchen und hinter dem Ohr. Das ist ja schon jetzt eine sehr spezifische technische Beschreibung und das nennt sich BND. Ich meine, das ist jetzt eigentlich für Normalsterbliche jetzt schwer fassbar, dass der Bundesnachrichtendienst, wo man ja denkt, der sorgt sich dafür, darum, dass jetzt nicht ausländische Geheimdienste hier irgendwas bei uns machen, also um den Staat zu schützen, aber dass BND quasi Menschen bestrahlt, Gedanken reinpflanzt, Stimmen im Kopf und so weiter. Und du bist da kein Einzelfall, das passiert massiv. Das ist breitflächig in Deutschland. Es ist eigentlich so gedacht als Ausbildung, dass man da sich nicht irgendwie bewirbt oder so, sondern die kommen auf einen zu und dann fängt das ab quasi an. Aber im BND ist scheinbar die Kontrolle verloren gegangen. Da gibt es quasi, ist pyramidal aufgebaut, das System. Und ganz oben, die wissen nicht mehr, was unten die machen. Die haben sich verselbstständigt, die Gruppen teilweise. Da sind schwer kriminelle Gruppen drin, die die Polizei manipulieren, das Umfeld manipulieren, wie sie es gerade brauchen. Dass sie durch die Stadt fahren können, betrunken, und die Polizei kann nichts machen oder kriegt es nicht mit, dass sie quasi manipuliert sind. In Berlin war ich einmal bei der Demo gewesen, da hat die Polizei mich kontrolliert, die wollte Personalien haben. Und mitten im Satz haben sie einfach aufgehört und sind weggegangen.
Also haben sie dann festgestellt, das ist ein... Ich habe noch nicht mal den Ausweis rausgegeben. Mhm. Die haben dann nur gesagt, ja, zeigen Sie mal einen Ausweis. Wir wollen jetzt Personalien feststellen. Und mitten im Satz haben sie einfach aufgehört. Und da habe ich auch mitbekommen, weil ich mit einem in Kontakt stehe, dass da die Gefühle manipuliert wurden, dass die Lustlosigkeit gemacht bekommen haben. Und dann sind die einfach weggegangen. Und du hast eben gesagt, das RFID-Chip ist bei vielen Leuten dann drin im Körper oder im Ohr oder was hast du gesagt? In der Ausbildung werden die quasi gestochen. Am Anfang hatte ich schon die Vermutung gehabt, dass mir was gestochen worden ist, weil also, ich eine Wunde am Fuß hatte. Warst du da in der Ausbildung oder was? Habe ich dann später rausgefunden, dass das da quasi dann die Ausbildung war. Aber du hast dich gar nicht jetzt selber beworben für den DND, genau. Sondern die haben... Ja, weil das alles geheim ist, kommen die dann so auf einen zu. Mhm. Und das hat damals angefangen, wo ich bei jemandem in der Firma gearbeitet hat und der wollte irgendwie die Nummer von meiner Mutter haben oder so. Und dann fing das an, dass der Leute in der Wehr war und da hatte ich ihn schon in Verdacht gehabt. Das ist der Marcel Münch gewesen, da habe ich gearbeitet und da kam es mir schon teilweise so komisch vor, wo ich bei ihm in der Firma gearbeitet habe, dass die Kunden für Bratwurst horrende Trinkgelder gegeben haben. Und auch Verkäufer, wo ich mit ihm einkaufen war, für den Verkauf dann quasi, dass die vergessen haben, Sachen auf dem Band einzuscannen. Oder im Baumarkt war das einmal gewesen, da haben wir Gasflaschen weggebracht und haben welche gekauft. Verkäuferin geht raus, das war so ein Drive-In, guckt im Kofferraum, da waren 7 Gasflaschen, geht wieder rein und hat nur eine aufgeschrieben. Also als wenn das so eine Gruppe ist, die untereinander sich auch Vorteile verschaffen, oder wie ich verstehe das noch nicht so richtig. Ja. Und du meinst, es untersteht dem BND, aber das wird alles gar nicht mehr kontrolliert. Die sind sozusagen alle frei. Sie können quasi machen, was sie wollen. Ich weiß nicht, wie dann quasi der Gruppenführer oder der Chef der Gruppe quasi kontrolliert wird in diesem Fall, aber so wie es breitflächig ist, weil ich auch mit mehreren TIs oder ich sage jetzt Suchern gesprochen habe und bei denen das ähnlich ist, dass die teilweise gar nicht wissen, was da los ist oder bei der einen aus Großen Linden, da wurde auch schon das Umfeld manipuliert, hat ein Kumpel gemerkt, der merkt das auch, wenn der quasi angesteuert wird und der ist kein TI oder Sucher und sie läuft auch immer öfters mal zur Polizei, zweiwöchentlich oder so, und zu Gericht und versucht da quasi gegen ihren Mann vorzugehen. Aber der Mann ist selber drin, das ist Hubertus Joost, der ist auch polizeibekannt. Aufpassen, wenn du Namen nennst, weißt du, haben wir drüber gesprochen, ist deine Verantwortung. Ja, also das nehme ich voll auf meine Kappe. Ja. Aber das kann ich auch nicht so gehen lassen, dass man da machen kann, was man will, die Polizei manipuliert und... Er selbst hat mehrere Diebstähle begangen, fährt ohne Führerschein in der Stadt seit mehreren Jahren rum, aber die Polizei macht irgendwie nichts dagegen, weil sie wahrscheinlich auch dann manipuliert werden oder dass dann die Sucherin aus der Gruppe quasi vorbeigeschickt wird, dass die Polizei da wieder manipuliert werden kann. Weil im BND sind Dinge möglich, das kennen die meisten gar nicht. Weil im BND muss man alles selber rausfinden. Und wenn dann verbotene Sachen da sind, die die meisten gar nicht freigestellt bekommen oder als Befehl zur Verfügung gestellt bekommen, wie zum Beispiel unterbewusste Einspielung, wo man quasi ins Unterbewusstsein Sachen rein sagen kann, was man aber selber nicht mitbekommt. Wenn es beim Sucher gemacht wird, dann kriegt es das Umfeld mit, wie eigene Gedanken vom Sucher. Oder die Kontrollpersonen höchstens würden das noch mitbekommen, aber man selbst gar nicht. Und wenn das dann in Schleife reingelegt wird über eine Nacht oder über ein paar Stunden, dann hat das schon immense Wirkung. Das hatte ich damals gemerkt, wo ich bei meiner Mutter geschlafen habe und sie sich über Nacht komplett verändert hatte. Mhm. Auch nicht mehr zugehört hatte und so im Kopf. Und war ihr das denn dann bewusst, dass sie da jetzt irgendwie, dass sie Stimmen hört, oder war sie auch nur... Nee, das war unterbewusst oder im Schlaf. Also kann das sein, dass ganz viele Menschen sowas haben, ohne dass es, dir ist es ja bewusst, dass das... Ja, die meisten merken das nicht, wenn sie angesteuert werden. Mhm. Vor allem, wenn es kleine, subtile Sachen sind, wie Gefühlsmanipulation oder so, wenn man ein bisschen mehr in Rage kommt oder wütend wird oder ein bisschen verwirrt wird,
wie wo ich einkaufen war. Über mich kann immer eine Person auch manipuliert werden. Und da war ich einkaufen im Edeka und die Frau hat dann so 5 Geldstücke gehabt. Und es waren 90 Cent oder 95 Cent und die hat es nicht hingekriegt, das zu zählen. Hat fast eine Minute gezählt, dann hat sie wieder neu angefangen. Und die war dann so verwirrt, dass sie gezählt hat. Und während dem Zählen hat sie vergessen, was sie schon gezählt hatte. Aber hinter dem, wie gesagt, man könnte ja sagen, naja, der spinnt irgendwie, aber da ist ja auch eine Technik. Das heißt, um jemanden zu bestrahlen oder auch diese Stimmen im Kopf oder Gedanken im Kopf, das ist ja eine Technik, die ist eigentlich uns jetzt nicht bekannt. Ja. Weißt du da mehr drüber? Also es muss ja dann von irgendwo gesendet werden, oder wie? Weißt du was über die Technik? Gesendet wird es über Drohnen. Und über die Mikrowellen-Ultraschall-RFID-Chips, die den Leuten eingesetzt werden. Dann sind moderne Straßenlaternen damit ausgestattet, meistens die LED-Straßenlaternen, die letzten 5 Jahre, schätze ich, hingestellt worden sind. Und wo ich einmal in der Schweiz war, da haben sie es auch über die Lime-Elektroscooter laufen lassen. Da müssen wohl auch irgendwo RFID-Chips drin sein. Die sind so groß wie ein Reiskorn. Außen metallisch, weil ich, wo das war noch ziemlich am Anfang, da war ich ungefähr ein Jahr mit der Sache in der Ausbildung drin, hatte quasi die Probleme. Und ich habe als einen Huppel gemerkt unter meinem Fuß. Und da wollte ich dann unbedingt gucken, was da ist. Habe mir den mit dem Skalpell aufgeschnitten und hatte so eine kleine reiskorngroße metallische Kapsel rausgezogen gehabt. Aha, also wirklich ein physischer Beweis. Also genau, aber der wurde mir dann später noch geklaut, wo ich den dann bei mir liegen hatte. Wobei die im Fuß noch größer sind wie die restlichen RFID-Chips, weil ich schätze, dass da noch eine Ortung mit dabei ist über das Galileo-System im Fuß. Ja, wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Größen, weil, und man weiß ja gar nicht, wie groß die sind. Ich habe es gemerkt, wo ich die Chips hatte, kam ich schlechter aus der Ansteuerung raus. Wo ich die noch nicht hatte, konnte ich mich schnell flachsig bewegen und dann war das ein paar Sekunden, Millisekunden weg gewesen, die Ansteuerung. Und mit den Chips ist es schwieriger, da rauszukommen. Und wenn man dann nicht rauskommt, dann merkt man das auch teilweise gar nicht, dass man da gerade manipuliert wird. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dann merkt man es teilweise mit der Hand, Ultraschall auf der Hand oder starke Mikrowellenstrahlung, das prickelt dann so ein bisschen und bibbert und damit kann man das auch unterbrechen. Also wenn man die Hände dazwischen hält oder so und genau quasi den Strahl erwischt, dann ist das weg. Es ist ja interessant oder eigentlich unverständlich auch, dass jetzt so ein Bundesnachrichtendienst sich so verselbstständigt hat und quasi ohne ein Ziel. Oder kannst du irgendwas erkennen, was jetzt dahinter ein Ziel sein könnte, einfach die Menschen zu verwirren und zu stören? Das ist ja nichts Konstruktives, ist ja einfach. Im Großen habe ich erst gedacht, dass es mal für eine gute Sache gedacht war. Aber mit den ganzen Terroranschlägen und wie das hier in Deutschland zugeht, kann das eigentlich keine gute Sache sein. Weil ich habe irgendwie gemerkt, umso länger jemand im Bundesnachrichtendienst drin ist, umso verwirrter sind die meisten. Sie werden zombiehaft, dass sie weniger denken oder ihnen ist das meiste egal und sie mischen sich nirgendwo mehr selber ein. Und das mit den Gruppen, das sind halt kriminelle Gruppen, die haben gesehen, da können sie einen Haufen Geld verdienen. Und es tut keiner mehr kontrollieren und dann läuft das halt ewig weiter. Und da kann man sich als Verbrecher noch einen schönen, wie heißt das? Da kann man sich als Verbrecher noch gut Lenz machen, ja. Ja, Lenz machen einmal und auch, wenn du zum Beispiel Einbrecher bist und da läuft dann dein Target Individual oder dein Sucher quasi, dein Auszubildender irgendwo vorbei, dann kann man auf die Kameras zugreifen, auf die Leute, die im Gebäude drin sind und da kann man seinen Einbruch perfekt vorbereiten, ohne dass man selbst vor Ort sein muss oder man kann sich aus Verbrechen, wie gesagt, wieder rausreden und andere Sachen. Das ist ja unglaublich, dass das dann für Kriminalität benutzt wird, obwohl es in einem Dienst ist. Aber du hast eben Terror angesprochen. Und da ist ja oftmals auch, ob das jetzt der Breivik in Skandinavien war, wo viele Leute sagen, dass das waren mehrere Täter. Und der nachher auch, auch eher verwirrt dann klingt. Also er weiß gar nicht, warum er es gemacht hat.
oder in München der Attentäter. Ist das für dich auch etwas, wo dass solche Terroranschläge begangen werden von kontrollierten Geheimdienst, Personen? Ja. Ich habe mit einem gesprochen, das ist Paul H., ich sage jetzt nicht den Nachnamen, aber über Anschlag Grafing kann man den eigentlich im Internet gut finden. Das war Messerstecherei am Bahnhof Grafing. Der kommt aus meinem Ort und ich habe persönlich mit ihm geredet. Und da ich viel über die Sache schon weiß, konnte ich auch bei seinem Geredeten raushören, was da wirklich abgegangen ist. Und er wurde quasi auch richtig fertig gemacht, dass er sich umbringen wollte. Wollte nochmal einmal auf ein Festival, ich glaube in Ungarn fahren, ein Goa-Festival. Mhm. Wollte sich dann da umbringen, hat er aber nicht gemacht. Und auf dem Rückweg muss das dann wieder ihm zu viel geworden sein. Und dann haben sie ihn so Sachen eingespielt, dass er irgendwie in Islam reinkommen würde oder irgend so ein Scheiß, obwohl er so eigentlich gar keine türkischen Freunde hatte und so. Und dann hat er nur noch gemeint, dann lief auf einmal alles ab wie im Film beim Bahnhof. Er konnte das nicht mehr selber steuern und dann hat er angefangen, da Menschen abzustechen. Mhm. Und er hat auch gemeint, die Hand hat nicht mehr das gemacht, was der Kopf wollte. Und du hast mit ihm selber gesprochen, oder? Ich habe mit ihm selber gesprochen, ja. Mhm. Habe ihn zufällig kennengelernt über eine Gruppe, Blaues Kreuz, wenn ich das sagen kann. Mhm. Und habe dann mit ihm zu Hause drüber geredet, weil ich das da auch gesagt habe, dass ich da so Stimmen höre und ob da jemand was machen kann. Und er hatte dann gemeint, dass da seine Medikamente helfen. Und der war ein Jahr in der Forensik gewesen wegen dem Vorfall. Aber er hatte dann da in Vermutung, dass irgendwie CIA oder irgend sowas war und hatte dann auch schon im Verdacht gehabt, dass er so Chips gestochen bekommen hat. Und was er dann alles gesagt hat, dann konnte ich perfekt raushören, dass das quasi auch hier der BND war, weil warum sollen da Amerikaner herkommen, deutsche Stimmen einspielen und so eine Scheiße und das heißt ja auch, dass der BND der kleine Bruder von der CIA quasi ist. Ja gut, bei den Geheimdiensten weiß man immer ja wirklich nicht genau, wofür sie da sind und dass Terroranschläge auch benutzt werden, das wissen wir. Also ich vermute seit 9-11 das, oder wahrscheinlich auch schon vorher, dass man den Menschen einfach Angst macht und dann sagt, oh, brauchen jetzt mehr Überwachung und ja, das kann ja überall Terroristen, also die Leute, die mit dem Flugzeug fliegen, die müssen jetzt alle ihren Koffer durchleuchten lassen oder aufmachen lassen. Das heißt, dass man Angst macht und dadurch dann mehr Kontrolle politisch über die Menschen bekommen kann, Handy abhören und was weiß ich. Also einfach weniger Privatsphäre, mehr Überwachung und mehr Gelder für quasi Sicherheitsorgane, sprich BND, Verfassungsschutz und sämtliche Security-Leute. Und dann hat das ja auch angefangen mit dem Bahnhofsgesichtserkennung und sowas. Ja. Und das mit dem Paul Herrmann, das weiß ich, weil ich selbst schon meinen Körper gesteuert wurde und ich selbst nicht machen konnte. Ich lag quasi im Bett, wollte schlafen, auf einmal fängt er dann an zu tanzen und ich konnte auch nicht mehr gegenhalten mit den Nerven, so extrem war das gewesen mit dem Steuern. Und da kannst du dir vorstellen, also wenn du jetzt am Bahnhof wärst und hättest ein Messer irgendwie, dann könntest du... Kannst du normal nichts mehr gegenhalten oder so. Ja, also es ist natürlich schrecklich, aber für mich auch nicht ausgeschlossen, dass eben die Geheimdienste sozusagen ihren eigenen Bedarf, also dass sie dann nötig sind, um das zu bekämpfen, was sie dann selber erzeugen, sozusagen. Ja. Also die Daseinsberechtigung eigentlich von sich selber. Mit den Möglichkeiten vom Geheimdienst gibt es eigentlich auch kein Aktenzeichen XY mehr. Mhm. Man hat die komplette Überwachung von der Technik. Sprich Bluetooth, WLAN und Funk, ja. Handyfunktürme. Also man kann auf den Geräten eigentlich alles machen, ohne irgendwelche Passwörter oder sonst irgendwas zu kennen. Selbst wenn man Passwörter bräuchte, kann man es durch die Augen einfach auslesen. Das nächste ist, es gibt noch eine Fähigkeit bei den Geheimdiensten. Ich weiß nicht, ob das für jeden freigeschaltet ist, aber man kann Erinnerungen abrufen. Mhm. Man kann bei einer Person quasi den denken lassen, was er in der Vergangenheit schon bestimmte Sachen erlebt hat. Und so könnte man auch jeden Mörder oder Terroristen überführen. Indem man die Erinnerungen abruft, oder? Genau. Was? Also die Technik dafür gibt's. Die gibt's. Das wurde auch schon mehrmals bei mir gemacht, ja. Aha.
Also du erinnerst dich oder wirst dann dazu gebracht, dass du dich an was erinnerst? Genau. Und du weißt eigentlich, will ich mich da jetzt gar nicht dran erinnern oder wie ist das dann? Dass es gesteuert ist, wird. Es ist schwer, dagegen zu wirken. Mhm. Wenn man nicht komplett voll konzentriert ist, dann spuckt man das einfach aus, wie, ich weiß nicht, wie wenn man gekitzelt wird, dass man dann einfach anfängt zu lachen. So kommt das dann einfach aus dem Körper raus. Man denkt dann einfach dran. Und durchs Denken, das wird ja dann gleichzeitig ausgelesen und dann kriegen das die anderen mit. Du hast jetzt verschiedentlich von Gruppen gesprochen und von Kontrollpersonen. Also du kennst jetzt auch sozusagen Kontrollpersonen von dir, die eigentlich dazu da sind, jetzt dich zu kontrollieren oder wie? Die Gruppe stellt sich zusammen aus dem Gruppenführer. Mhm. Dann unter dem Gruppenführer quasi ein Bösewicht, der soll dann den Auszubildenden verwirren. Mhm. Und ein Helfer, der soll ihm helfen. Der Bösewicht kann alle Ansteuerungen machen, der Helfer kann nur reden. Und dann gibt es für den Helfer und die Kontrollperson für den Helfer und den Bösewicht je eine Kontrollperson, die den Helfer kontrollieren soll, dass er nichts Falsches macht und den Bösewicht kontrollieren soll, dass nichts Falsches abläuft und dann dem Gruppenführer Bericht erstatten soll. Aber demnach ist es eigentlich ein selbstabsicherndes System, aber der Schwachpunkt ist halt der Gruppenführer. Wenn der Gruppenführer da nichts mehr macht oder eingreift oder so oder ihm das egal ist, dann passiert da auch keine Kontrolle mehr. Und der Gruppenführer schaltet die ganzen Befehle quasi frei für den Bösewicht. Ob der jetzt... Hat der dann auch die Technik Sachen sozusagen, hat er dann irgendwelche Apparate, um jetzt diese Befehle dann auszusenden oder wie läuft das? Apparate hat niemand, das macht man komplett nebenbei, neben Beruf oder wenn man daheim gerade rumsitzt, geht das alles über den Kopf auch. Man tut gewisse Befehle im Kopf denken und dann wird das quasi weitergeleitet an die jeweilige Person. Aber es muss ja irgendwie einen starken Sender geben, der das aussendet. Geht das dann über diese... Man kann das über, ich glaube, Radar oder über Frequenzen kann man das aus dem Hirn quasi ablesen, auch die Gedanken. Mhm. Und wenn man die Gedanken auch beim Target ablesen kann, dann kann man das auch bei dem machen, der das quasi steuern tut. Und dann kann man ja einfach bestimmte Sätze mit Befehlen wie Voice-Steuerung, Sprachsteuerung belegen und somit kann man dann auch bestimmte Befehle durchsteuern. Die werden dann abgerufen über die Drohnen, dann wird das weitergeleitet an den Auszubildenden oder an den Typ, der im Umkreis ist und dann an ihn weitergeleitet wird. Deswegen denken auch viele Target Individuals, dass dann meistens die Nachbarn da involviert sind oder irgendwelche Leute auf der Straße, aber das sind meistens nur irgendwelche ahnungslosen Leute im BND, die dann auch angesteuert werden, wo es dann quasi nur über sie läuft, die Steuerung. Aber die merken das auch teilweise selber nicht, wenn da irgendwas läuft. Also es ist nicht so, wie man denkt, dass jetzt, wenn du eine Zielperson bist, dass dann der Nachbar irgendeinen Sender bei sich am Fenster hat und dich jetzt bestrahlt. Genau, am Anfang habe ich noch gesucht und habe teilweise Türen aufgemacht und da war nie was gewesen. Mhm. Und dann haben sie mal mit mir Spielchen gemacht und haben dann immer gesagt, ja, du verstrahlst dich selber. Und dann kam es irgendwo bei meinen RFID-Chips raus. Kann das denn sein, dass du jetzt wirklich, dass das alles nur in deinem Kopf ist oder hast du? Ich habe mir ja einen rausgeschnitten gehabt, einen Chip. Und dann habe ich Abschirmkleidung, da kann man halt das Frequenzzeug, die Strahlung wegmachen, aber den Ultra- und Infraschall kann man damit nicht wegmachen. Da habe ich mir dann auch schon mal Schaumstoff geholt und da wurde das dann schon besser. Oder war beim Kumpel in der Firma gewesen, der hat so Sandwich-Paneele, da hast du quasi außen Blech, in der Mitte Schaumstoff und außen wieder Blech. Und da war das sehr angenehm gewesen, da kam sehr wenig durch. Aber um dein ganzes Zimmer jetzt damit abzubauen, ist ein bisschen teuer, ja. Mhm. Aber ich habe mir schon überlegt, einen Bettkasten zu bauen damit, dass man wenigstens Schlafruhe hat, weil das Maximale, was ich wach gehalten wurde, waren 7 Tage am Stück. 7 Tage und Nächte wach, ohne eine Minute Schlaf, aber trotzdem hellwach, ohne Hungergefühl. Unklar. Und das ist eigentlich das Gleiche, wie wenn man Crystal nimmt. Mhm. Man hat kein Hungergefühl mehr, man wird nicht müde und man ist hellwach und richtig fit jetzt, und aufgedreht. Du nimmst jetzt nichts, oder? Ich nehme keine Drogen. Mhm. Ich habe früher mal Drogen genommen, daher kann man das sehr gut ableiten, weil das die gleiche Wirkung ist. Mhm. Und
unter dem Geheimdienst kennen das die meisten unter Drogenstrahlung, aber es gibt verschiedene Unterkategorien davon. Mhm. Bei mir wurde schon LSD gemacht, wo ich am Anfang gedacht habe, mir hätte einer was untergeschoben. Grasstrahlung wurde gemacht, das habe ich damals gemerkt, da habe ich mit einem Kumpel gekifft gehabt. Aber da ich mehrere Jahre gekifft hatte, wusste ich, dass das Gras schlecht war, was wir geraucht waren, aber wir wurden übel stoned. Dann habe ich mir eine Sprühflasche Wasser genommen und habe mir meinen Kopf richtig nass besprüht und ich wurde wieder nüchtern. Und also der Kumpel auch dann später, wo er sich den Kopf nass gemacht hat. Die Drogenwirkung kommt also gar nicht durch die Droge, sondern wird auch bestrahlt. Man kann sie auch per Strahlung rausmachen. Das heißt, also nochmal intensivieren oder überhaupt auslösen. Da müsste, also es ist unfassbar. Wir haben ja schon oftmals auch angenommen, dass für alles irgendwie eine Frequenz da ist, ob das jetzt für Heilung ist oder für eine bestimmte Krankheit oder, aber das ist interessant, dass man eben jetzt, ja, bestimmte Wirkungen mit bestimmten Frequenzen erzielen kann. Müsste ja eigentlich alles mal erforscht werden, aber es ist alles im Geheimen. Es ist alles erforscht und das wissen auch die Geheimdienste, was da alles möglich ist. Aber sie nutzen es ja nicht für jetzt irgendwas Gutes, ne? Da könnte man meistens nicht. Also ich habe noch nichts Gutes gehört, wo man die Frequenzen quasi für was Gutes nimmt. Auch in der Medizinbranche, man kann die Frequenzen zum Heilen benutzen. Hm. Das wird alles von der Pharmalobby unter den Tisch gehalten und die Leute werden da fertig gemacht, die das rausbringen wollen. Weil man kann mir dann kein Leben lang mehr Medikamente verkaufen. Ja. Dann zahlt man 20 Cent Strom und dann ist man geheilt und da verdient man ja nichts. Ja, das vermuten wir natürlich hier bei Bewusst-TV schon länger, dass es Heilmethoden gibt, die aber eben kein Geld bringen. Und wir erleben es ja jetzt mit Corona, dass da eben Angst gemacht wird und die Leute dann irgendwie Tests und impfen. Da geht auch zum Beispiel jedes Symptom im Geheimdienst zu machen mit Corona. 60 GHz auf die Lunge, dann kriegt man keine Luft mehr. Das kriege ich meistens beim Treppenlaufen gemacht. Ab und zu kriege ich es, ab und zu nicht. Ab und zu habe ich dann so Kurzatmigkeit und kriege keine Luft. Teilweise, wenn ich mich ein bisschen schnell bewege oder die Hand ein bisschen davor halte, dann geht es ein bisschen weg. Aber die 60 GHz sind hart, die kann man nicht mal mit G-Shield-Stoff, also Abschirmstoff, richtig wegmachen, weil die so dünn sind quasi. Ja, weil langwellige Frequenzen, die haben ja eine lange Welle und bei kurzen, die haben ja richtig... Ja, 60 GHz ist ja schon mega hoch. Ich meine, wir haben jetzt WLAN, das ist glaube ich 5 Giga oder 2,5. Oder 2,5 und 5, da gibt es ja die zwei Frequenzbänder. Ja, 60 ist 5G, glaube ich, schon Technik, ne? Obwohl es da natürlich viele Frequenzen gibt. Aber es haben ja viele auch zu Anfang von Corona gesagt, es gibt einen Zusammenhang mit 5G. Das heißt, da wo der 5G-Ausbau schon sehr weit fortgeschritten ist, und das war in Wuhan und in, wie hieß das da, in Italien, wo das da anfing, dass da ein Zusammenhang möglicherweise besteht zwischen also den Symptomen und dieser 5G-Strahlung. Das wurde aber auch viel aufgebauscht noch, dass viele Tote, die gar nicht da waren oder in einem einen Dorf, da waren die eh schon alle sehr, sehr alt gewesen und sind dann halt mal zufällig gestorben. Ja. Aber man kann auch Geschmacklosigkeit im Bundesnachrichtendienst machen, dass man quasi nichts mehr schmeckt oder riecht. Im Gegensatz kann man es auch umdrehen, dass man auch besser riecht. Mhm. Also diese Frequenzen habe ich auch schon gehabt. Man kann Husten auslösen, einfach nur reizen auf die Bronchien per Strahlung oder halt den Körper hitzen. Da gibt es aber verschiedene Sachen, wie man den Körper heiß kriegt. Binaural Sound. Also links und rechts im Ohr verschiedene Frequenzen und dadurch tut dann im Gehirn quasi die Verbrennung hochgestellt, dass der Körper mehr Eigenhitze produziert. Und zweitens gibt es Schweißgeräte, die funktionieren per Ultraschall. Mhm. Und da gibt es im Geheimdienst dann auch Ultraschallhitze, damit kann man auch Wärme erzeugen. Also da kann man jemandem richtig quasi Schmerzen und Verbrennungen zufügen, ne? Wir haben ja schon auch Videos gesehen und Leute auch, die wirklich, und ich kenne eben auch schon einige, die wirklich dann auch die Narben und die Verbrennungsmerkmale haben. Ne? Wobei ich noch keine Verbrennungsmerkmale hatte, aber schon starke Hitze auch gespürt hatte. Hm. Was das letzte war, das war sehr schlimm, das waren bestimmte Frequenzen aufs Auge, wo das ganze Auge quasi rot wurde und ich konnte nichts mehr sehen, wie wenn man beim Schweißen verblitzt war und ums Auge rum ein komplett roter, heißer Bereich und die Augen wurden auch sehr heiß. Und das war dann teilweise so extrem, dass ich eine Stunde nicht sehen konnte. Die Augen extrem getränt hatten. Ich habe es rausgefunden, dass es Strahlung ist, weil ich es mit Abschirmstoff
wurde es weniger und mit Wasser ins Gesicht machen wurde es auch nochmal weniger. Und die Kontrollpersonen, du kennst jetzt in deinem Umfeld, kennst du die, du hast ja gesagt, das ist jetzt jemand, der auf dich aufpasst, ein Böser sozusagen und ein Gruppenführer, wen von denen kennst du bei dir, kennst du die alle? Ich kenne die alle. Ich habe am Anfang schon vermutet, da ich bei dem Marcel in der Firma gearbeitet habe und der dann auf einmal die Nummer von meiner Mutter haben wollte und danach hat das dann plötzlich angefangen, da hatte ich ihm am Anfang einen Verdacht gehabt. Habe ihn dann aber erst beiseite geschoben. Dann habe ich rausgefunden, dass der eine Haki Baba Yigit in meinem Kopf ist, weil ich hatte auch eine Vermutung gehabt. Ich habe den früher schon gekannt und habe ihn angerufen. Habe ihm im Kopf sehr, sehr viel gedacht und auf einmal hat er am Telefon angefangen zu stottern und er war ein paar Kilometer weit weg gewesen. Dann habe ich gefragt, ja, warum stotterst du? Und dann hat er gesagt, nee, das ist kein Stottern, das sind Funkstörungen. Und auf einmal kam in meinem Telefon Funkstörung. Und da hatte ich ihm schon einen großen Verdacht gehabt. Und als letzten Beweis dann quasi, um es nochmal zu überprüfen, habe ich quasi Hundekotbeutel genommen, bin zu ihm nach Hause gefahren. Da haben sich die Stimmen schon verändert mit, oh nee, mach das nicht, nein, lass das. Also ich bitte dich, mach das nicht. War dann bei ihm gewesen, es war nachts um drei mit Sturmhaube vor die Haustür und dann ein Tütchen aufgemacht, in den Briefkasten reingestopft. Und danach schreibt mich eine Nachbarin an, dass ich das da gemacht hätte und so. Obwohl es nachts um drei da keine Zeugen gibt. Es gibt keine richtigen Fenster, die nach vorne hin zeigen, wo ich quasi gesehen werden konnte. Ich habe eine Sturmhaube aufgehabt, ich habe eine andere Jacke angehabt. Man konnte so nicht zuordnen, dass das von mir gekommen ist. Und auch wie die Stimmen sich dann verändert haben. Dass er dann, oh, ich bitte dich, du musst doch nur das und das machen. Und ja. Also da konntest du dann nach und nach identifizieren, wer ist oder wie? Wer ist, ja. Ich habe ja mit einer Kontrollperson von dir auch E-Mail-Kontakt gehabt. Also ja. Du wolltest sie gerne mitnehmen, aber es hat nicht geklappt. Ne? Aber dann auch nochmal eine Bestätigung gehabt, aber die das im Grunde auch bestätigt, aber die hat auch nicht den Überblick. Ne? Also sie machen alle. Sie hat in Jahren stark gelitten. Der geht es ähnlich wie wie den Suchern. Weil hier die meisten Sachen, die hier ablaufen sind, komplett verboten sind, hat man da probiert, Beweise zu vernichten. Und sie ist seit einem Jahr auch in der gleichen Situation quasi wie ich, dass alle Sachen, die auch bei mir gehen, bei ihr gehen, egal wo sie sich aufhält, und hat dann täglich Schmerzen, Kopfschmerzen mit starken Erinnerungslücken. Wenn man maximale Stufe Strahlung auf den Kopf macht, kriegt man Schwellungen am Kopf und ich merke dann selber schon, dass ich immer mehr an Langzeiterinnerungen verliere. Es gibt auch eine Möglichkeit, wie man in Sekunden das Kurzzeitgedächtnis löscht. Das funktioniert auch wieder per Ultraschall am Hinterkopf. Das hatte ich auch schon gehabt. Da musste ich mir immer alles aufschreiben, sonst wäre ich jetzt nicht an dieser Stelle, wo ich jetzt wäre. Sonst hätte ich das alles sofort wieder vergessen. Und beide Kontrollpersonen werden mittlerweile so angegangen, mit der du Kontakt hattest, die ist schon länger quasi freigeschaltet zum Ansteuern. Es wird auch nicht mehr vom Gruppenführer irgendwie zurückgenommen. Der hat auch mittlerweile mit keinem mehr Kontakt. Also der Gruppenführer ist weg und ihr seid quasi, genau. Jeder handelt im Grunde für sich, ohne jetzt einen bestimmten Plan oder irgendwas. Genau. Aber ihr versucht da jetzt rauszufinden und auch andere zu warnen jetzt und überhaupt, ob wir irgendwie von außen noch Hilfe bekommen, ob es da noch irgendwelche vernünftigen Leute im Bundesnachrichtendienst gibt, die da noch eingreifen können, sich der Sache mal annehmen. Es gibt genug Möglichkeiten, das zu überprüfen, ob das wahr ist. Ich habe zum Beispiel 64 Chips unter die Haut bekommen. Die Kontrollpersonen haben auch hinten im Nacken noch welche bekommen. Über die Nackenchips kommt man schlechter aus dem Gedankeneinspielen raus, weil wenn die Gedanken auf einmal schlagartig aufhören, dann könnte man es merken, dass sie eingespielt sind. Aber wenn man nicht rauskommt aus der Anstörung, ist es halt schwierig zu merken, dass es nicht die eigenen Gefühle oder Gedanken sind. Wie kriegt man dann die Chips rein oder die Implantate? Ist das immer... Muss man dazu irgendwo ins Krankenhaus oder kann das irgendwo passieren? Ich habe meine an vier oder fünf verschiedenen Orten bekommen. Das erste Mal war ich im Hotelzimmer und da hatte ich in der Nacht
bin ganz normal eingeschlafen, ohne Drogen und Alkohol und sowas. Und am nächsten Tag hatte ich einen dicken Kopf gehabt. Da war der Erste gestochen worden. Und am Fuß hatte ich eine Wunde gehabt, aber die habe ich nur gemerkt, weil sich das etwas entzündet hat. Hm. Und ich schätze, dass wie bei den Tieren gestochen wird, wo man so eine Kanüle hat, wo dann unten so ein Stäbchen durch die Kanüle gestochen wird. Und die weiteren Trips hatte ich dann bei meinen Eltern, wo ich gerade mal geschlafen habe, bekommen. Das waren die am Ohr. Da hatte ich dann hinterm Ohr irgendwann so Knubbel gemerkt gehabt. Und ich war lange Zeit auf der Straße gewesen und habe dann im Zelt geschlafen. Und da habe ich auch noch ein paar gestochen bekommen. Und im Zelt kann man sich ja nicht richtig waschen und da hat sich das auch immer alles entzündet. Und alles? Teilweise habe ich dann nur beim Überfühlen Wunden auf der Haut gespürt. Und im Nachhinein habe ich nochmal gespürt, wo die Wunden waren. Dann waren dann kleine Erhebungen unter der Haut. Mhm. Also da gibt es Leute, die dann nachts irgendwo in irgendwelche Räume gehen oder ein Zelt, genau, und Leuten sowas reinspritzen. Genau. Die bekommen vom Gruppenführer ein Dietrich-Set, wahrscheinlich noch eine Ausbildung, wie sie damit umgehen, und können dann auch in jede Tür reingehen. Ich war dann schon so paranoid gewesen, da gibt es noch so Sicherheitsschlösser, ich glaube das heißt Stufe 9, wo man so seitlich Pins hat, die in den Schlüssel reingehen, und selbst das haben sie aufbekommen. Ja. Und jetzt habe ich mir von innen quasi einen Riegel an die Tür gemacht, wo ich zumache, wo auch sonst keiner durch einen Türspalt das irgendwie öffnen könnte. Wenn, dann geht das nur mit Gewalt rein und ich wohne im dritten Stock. Und wenn da die Schrauben lose sind, dann weiß ich, dass da jemand drin war. Aber das war jetzt längere Zeit nicht gewesen. Okay, Marco, das sind alles unglaubliche Geschichten, sage ich erstmal so. Aber ich habe den Eindruck, dass es wichtig ist, dass man darüber redet und das klärt. Wie gesagt, es kann nicht sein, dass der Bundesnachrichtendienst dass da solche Sachen laufen überhaupt und dass das gar nicht kontrolliert wird. Ja. Dass diese Technik auch nicht irgendwie zu was Positivem eingesetzt wird, dass sie verwendet wird, aber ja eigentlich eher um Terror und Angst und Verwirrung zu stiften. Oder wie siehst du das Ganze? Ich meine, das dürfte ja eigentlich nicht sein. Normal nicht. Es wird immer gesagt, es ist für was Gutes da. Was halt fehlt, wenn mal irgendwie Kontrollverlust in einer Gruppe ist, ist irgendeine Meldestelle. Es gibt ja die Zentrale in Berlin, ich habe da zigmal hingeschrieben, eine Kontrollperson hat da schon zigmal hingeschrieben, ich weiß nicht, wie viele andere Sucher bzw. Target Individuals haben da hingeschrieben, aber sie machen nichts. Ich bin dann einmal schon nach Berlin gefahren, bin reingegangen, habe mit verschiedenen Leuten da gesprochen, habe das alles erzählt, was hier los ist beim BND, Zentrale in Berlin, habe mein Zelt genommen, habe da eine Woche geschlafen. Aber da kümmert sich keiner drum, oder? Kümmert sich keiner drum, genau. Da wissen wir auch. In der BND habe ich das auch alles so gesagt, wie hier, was da abläuft, dass sie das nur mal überprüfen sollen und sie haben mich da einfach nur an die Polizei verwiesen. Hm. Und wenn man zur Polizei geht, dann verweisen sie einen auf den Bundesnachrichtendienst. Das ist Grauzone und keiner ist für zuständig. Und wenn man nur irgendwie eine Meldeadresse mit verschlüsselter E-Mail oder sowas machen würde, das wäre schon immens. Um Sachen aufzuklären, und im Moment sehe ich das eher, dass beim BND nichts aufgeklärt werden soll, sondern eher, dass sie das alles vertuschen wollen oder dass noch größere Sachen laufen. Ja, das ist unfassbar, dass das natürlich vertuscht werden soll. Klar, ist ja hochkriminell, was da läuft, und der Sinn dahinter schließt sich nicht wirklich, aber ja, so kann man eben auch sich selber dann immer wieder wichtig machen und sagen, ja, ist eine unsichere Welt, es gibt Terror und so weiter, den man selber gemacht hat, und dann muss es mehr Sicherheit geben. Ja. Unfassbar. Gibt es Gruppen jetzt, wo man sich hinwenden kann, oder könnte man dich kontaktieren, oder gibt es irgendwas, Telegram-Gruppen oder ich weiß nicht, wo ihr euch vernetzt, weil das wäre ja auch wichtig, dass sich jetzt Leute dann auch irgendwo melden könnten, die das bestätigen können oder auch nicht. Ich könnte eine Telegram-Gruppe noch aufmachen, wo man sich hinmelden kann. Ich habe mehrere Gruppen im Internet gesucht gehabt, aber meistens sind dann auch wieder Trolle drin, die die Leute von der Wahrheit ablenken wollen.
Und wenn zu viel Wahrheit kommt, dann diffamieren sie Leute und versuchen, dass die anderen dann schnell irgendwas anderes wieder gesagt bekommen. Nein, das ist aber so und so und so und so. Und dann habe ich den einen Kollegen gehabt, der dann am Ende gesagt hat, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich denken soll. Ja, das ist natürlich auch verwirrend. Ja, wenn man da nicht irgendwie gefestigt ist oder so. Und ich bin sehr misstrauisch. Ich glaube auch nichts alles. Ich versuche immer alles 2, 3 bis 4 Mal überprüfen, ob das dann auch wirklich so ist. Ja, es gibt ja auch sicherlich verschiedene Bereiche da und ich habe ja Videos gesehen, ich weiß nicht, ob du die kennst, von der Dr. Catherine Horton, die ja viel in dem Bereich gemacht hat. Die sagt ja auch, ja, es sind Geheimdienste teilweise, aber auch teilweise sehr reiche Leute, die dann eine Lizenz kaufen für irgendeine Frequenz und dann Spaß daran haben, irgendwie mit Leuten zu spielen, sozusagen über die Frequenzsteuerung. Ich weiß nicht, kannst du dir das auch vorstellen, dass es noch andere gibt, die da, die sowas auch machen, die diese Technik auch, aber das weißt du jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Es könnte möglich sein, dass auch Leute die Sachen haben, aber die müssten dann mit Geräten rumlaufen, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Aber es kann sein, dass einige Logen das machen. Im Film Eyes Wide Shut ist das ja auch so ein Übergang zwischen Geheimgesellschaft, ja, und Geheimdienst, weil der Typ, der wird dann verfolgt quasi von Leuten, das trifft dann wieder auf den Geheimdienst zu und seine Frau träumt dann von Sachen, dass sie da auch mit Männern geschlafen hat, wie im Film, mhm, und mir wurden auch schon Bilder eingespielt in die Augen, mhm, wie quasi, oder Träume eingespielt, Bilder eingespielt, ist relativ das Gleiche. Ich merke es meistens dadurch, dass am nächsten Tag meine Augen stark geschwollen sind durch die Strahlung in die Augen. Catherine Horton hat ja gesagt, dass ganz viele Menschen Augenchips haben und dass man die irgendwie mit UV-Licht sichtbar machen kann. Ich weiß nicht, was das ist, was dann da bei dem Schwarzlicht in den Augen flimmert, aber normalerweise braucht man keine Augenchips. Hm. Ich weiß, dass man auch von Tieren auf die Augen zugreifen kann und dann müssten die alle Chips gestochen bekommen oder Nanopartikel, die sich zu Chips zusammenbauen. Aber normal, wenn man Gedanken aus dem Kopf auslesen kann, dann kann man normal auch die Frequenzen, die das Auge vom sichtbaren Licht in elektrische Impulse umwandelt, normal auch abgreifen im Hirn. Also man braucht keine Chips in den Augen, sondern kann die woanders abgreifen, wo, genau, quasi im Gehirn, genau, die Nervenbahnen. Und genauso kann man ja auch dann Bilder einspielen. Man geht einfach hinter die Augen auf den Sehnerv und wenn man weiß, mit was die Augen, wie die das Licht wie umwandeln, weiß 1 Volt und blau 2, so und so viel Volt, dann kann man das per Strahlung hier einfach reinmachen, weil Strahlung sind ja Elektronen, die einfach dann durch die Luft geleitet werden, ohne Kabel. Ich kann mir vorstellen, dass da natürlich auch noch viel geforscht wird und viel experimentiert wird, um das genauer zu machen. Das ist natürlich, ja, eben von einem LED oder einer Farbe jetzt bis zu so einem Monitor ist natürlich eine technische zu einer hohen Auflösung, ne, dann quasi. Ja. Aber es war ja schon in der Wissenschaftszeitung dargelegt, dass eine Maschine schon Träume sichtbar machen konnte. Das war zwar noch sehr, sehr unscharf, aber wenn man die Geheimdienste nimmt, die sind 25 bis 50 Jahre vor der Zeit, also in der Technologie weiter. Ich kenne es von meinem Onkel, der baut hier so Fernseher. So einen Fernseher hat er vor 12 Jahren gebaut, noch ein bisschen größer. Und er sagt, er hat das bei sich auf dem Schreibtisch liegen zum Bauen und die Technik kommt eigentlich erst frühestens in 7 Jahren dann in die Märkte. Mhm. Okay. Und wenn man dann die Geheimdienste nimmt, die dann nochmal mit der Forschung weiter sind, die sind mindestens 10 bis 20 Jahre der Technik voraus, wie sie jetzt im Moment gerade ist. Wir hatten ja auch in der letzten Sendung auch mit 2 Betroffenen, haben ja auch auf einen Raum- und Zeitartikel hingewiesen, wo sozusagen ein Whistleblower aus den Geheimdiensten dann auch gesagt hat, ja, wir machen sowas. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles nur Gehirngespinste sind von dir oder von irgendwelchen, die jetzt verwirrt sind, sondern es gibt Leute, die bestätigen das quasi, ja, dass es diese Techniken gibt und dass es gemacht wird. Und wie gesagt, ein riesiger Graubereich, wo die meisten Menschen eben gar nichts drüber wissen und viele vielleicht dann auch
ja, betroffen sind, ohne es zu wissen. Und vielleicht kann jeder Zuschauer dann auch mal überlegen, wenn er eben das Gefühl hat, er hat auf einmal Gedanken, die sind gar nicht die eigenen, ob das eben auch vielleicht irgendwo eingespielt wird. Und dann müsste man natürlich klären, wer macht das, und das müsste gesellschaftlich eigentlich mal wirklich beendet werden. Ja, das finde ich auch. Vor allem, das mit dem Gedanken einspielen kann man sehr gut merken, wenn man quasi mit den Ohren wackeln tut, dann verschwinden die eingespielten Gedanken, oder man kann die Hand auf dem Hinterkopf halten. Mhm. Dann ist es auch kurzzeitig weg. Wenn das mit schlagartig. Ultraschall ist, oder? Genau, mhm. Am Hinterkopf, 4 Finger breit in deinen Ohren, ist der Einspielpunkt für Ultraschall. Und gleichzeitig muss man auch Infraschall in die Ohren reingeben. Deswegen kann man das mit Ohrenwackeln wegmachen oder Hand auf dem Hinterkopf halten. Oder den Kopf halt schnell bewegen, dann ist es auch weg. Das ist dann die unauffälligere Variante, wenn man dann zum Beispiel mal kurz irgendwo, da war ja was oder so. Mhm. Und ich habe das ja mit das Problem schon seit 5 Jahren. Und mittlerweile habe ich mitgekriegt, dass die gleiche Gruppe, die das macht, das ist normal, nach 3 Monaten oder so wechseln die sich ab, dann sind die nächsten kommen. Und diese Gruppe ist schon seit 4 Jahren, 9 Monaten jetzt aktiv. Und der Helfer und der Bösewicht, die können sich gegenseitig muten. Das heißt, wenn der eine was Falsches sagt oder wenn der eine nicht will, dass der was sagt, dann kann der denen quasi die Stimme wegnehmen, dass der Auszubildende das nicht mehr hört. Und das funktioniert zum Beispiel bei mir gar nicht mehr. Mhm. Ich kriege das trotzdem noch mit, auch wenn das Umfeld das quasi nicht mehr hört oder nur noch teilweise. Teilweise, wenn der Helfer mir was einspielt, dann tue ich automatisch schon mitdenken oder mitreden schon. Habe ich auch schon, der hat mir irgendwas gesagt und automatisch haben sich meine Lippen mitbewegt. Und der Helfer kann keine Ansteuerung machen außer reden. Und mir wurde gesagt, dass das dann quasi connected ist. Dass beide das Gleiche machen oder tun, und normal hat das der Helfer und der Bösewicht, dass sie dann sich normal connecten, und bei mir dauert das schon so lange, dass das mit dem Helfer passiert ist. Außerdem kann sich der Helfer das halt mehr ansehen, wie die Kontrollpersonen kaputt gehen, weil die fast täglich noch Haarausfall gemacht bekommen haben. Die eine Kontrollperson hat kaum noch Haare auf dem Kopf, das ist ganz dünn, das ist bei mir schon sehr dünn geworden. Und der redet jetzt auch offen mit mir, auch über alles. Und der kriegt komplett alles mit, was der Bösewicht macht, wo der gerade zuhört. Der kann immer im Umfeld von 150 Metern den Leuten durch die Augen schauen, das Gehörte mithören und die Gedanken von den Leuten im Umkreis mithören. Und dann hört er auch quasi das, was bei denen eingespielt wird, über mich quasi. Also sämtliche Leute im BND werden da offengelegt. Und meistens höre ich dann sehr stark laute Musik. Dann im BND kannst du nicht die eingespielten Sachen komplett abschalten vom Sucher, sondern nur laut und leise drehen. Da sind wir rumgelaufen durch ganz Deutschland, und man hat schon über 50% der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung von Deutschland in den Geheimdienst reingebracht. Mhm. Wo ich dann auch wieder überlege, wieso und warum. Mhm. Und warum wird das schlimmer? Und dann denke ich so an NWO, wir werden euch alle chippen. Mhm. Und wenn man das über den Geheimdienst macht, dann kriegst du die nachts gestochen, du kannst dich da nicht wehren, du kannst da nicht sagen, nee, ich lass mir keine Chips implantieren. Mhm. Wenn du drüber redest, dann wirst du gefoltert, also bist du da quasi in der Falle gefangen. Mhm. Und dann sagen die auch noch, ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein. Mhm. Und dann denke ich so an die Gefühlsmanipulation, und mit den Chips kommt man weniger raus noch aus der Manipulation bei schnellen Bewegungen, und dann merkt man das gar nicht mehr, wenn man da von außen stark manipuliert wird oder angegangen wird. Dass man da so ein gefühliger Sklave ist, der glücklich ist, sozusagen. Genau. Also eine schöne neue Welt. Und George Orwell, das ist ja alles geplant. Ja, Marco, das ist alles sehr erschreckend. Güte, nicht einschlafen. Also. Was da läuft, und wie gesagt, ich habe jetzt ja schon mehrere Sendungen über die Jahre drüber gemacht, und es ist immer wieder etwas, wo man denkt, das darf doch nicht sein, ne? Und wer ist dafür verantwortlich, und das muss doch an die Öffentlichkeit. Also erstmal danke, dass du darüber geredet hast, und
Ja, vielleicht wäre es gut, wenn du eine Telegram-Gruppe aufmachst oder irgendwas, aber das, wie du sagst, immer schwierig dann, wenn sich da die Falschen einmischen. Ne? Wenn ich der Admin bin, dann kann man das schnell rausfinden. Okay. Mittlerweile merke ich so die Verhaltensmodi von Trollen teilweise beim Admin einschleimen und immer schön bestätigen und so Psychotricks machen, dass sie quasi dann da gut dastehen und andere diffamieren. Aber das kann ich machen, das können wir dann unten einblenden oder so. Ja, es wäre ja sinnvoll, dass man jetzt irgendwo die Leute, die jetzt vielleicht auch sagen, Mensch, ich bin auch betroffen oder da, ich weiß da was drüber, dass man das die Leute vernetzt, da müsste es irgendeine Anlaufstelle geben. Also machst du vielleicht und dann können wir das einblenden oder unter das Video setzen bei BewusstTV. Ne? Ja. Ja, Marco, also ich danke dir und wünsche dir für die Zukunft alles Gute und ich hoffe, du hast jetzt nicht negative Folgen, sondern dass das doch ein gutes Ende nimmt, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Mhm.